Also das ist mein selbstgemachter Schweißtisch. Und die Kochstation wiegt 350 Kilo. Und es kann noch 400 Kilo zusätzlich tragen. Die 400 Kilo ist eigentlich begrenzt mit Rädern. Wenn man da anbaut, Räder, die kann tragen mehr, dann kann der Tisch auch eine Tonne ohne Problem tragen. Die Räder kann man auch ausbauen. Dann kann man das wie ein statischer Tisch nutzen. Dann kann man da auch ordentlich Gewicht laden. Die Platte ist von 50 mm normaler Stahl. Das ist nichts Besonderes. Und für so einen Schweißtisch ist gut zu nutzen 15 und mehr. In keinem Fall weniger. Wenn man nutzt weniger, dann von der Hitze biegt sich die ganze Platte und dann hat man hier einfach Loch oder Welle. Dann kann man jetzt zeigen, wie baut man diese Rad zusammen. Brauchen wir für das eine Gewindestange, was kann man in jeder Baumarkt kaufen. Es ist M12. Ihr könnt nutzen auch M14 oder M16, aber weniger den M12 will ich nicht machen. Dann nehmen wir uns die Gewindestange. Wenn ihr haben keinen Gewindeschneider, dann ist besser nutzen diesen Trick, was zeige ich jetzt. Nimmt man eine Mutter. Schraubt man ein. Dann nimmt man die Gewindestange. Dann haben wir das jetzt raus. Dann brauchen wir normalerweise diese Ende reparieren. Aber wenn machen wir uns eine Mutter vorher dran, dann kann man die Mutter so rausmachen. Und
es ist nutzbar. Auch ohne dieses Werkzeug. Dann machen wir jetzt weiter. Nehmen wir uns zweite Mutter. Und machen wir den fest. Und dann nehmen wir den Rad. Darum, dass wir brauchen nicht diese Schrauben rausnehmen, macht man das jetzt so, ein bisschen einfacher. Steckt man von dieser Seite. Dann nimmt man so eine Mutter. Die ist jetzt fest und die will sich jetzt nicht selber lösen. Jetzt können wir dann wieder so lösen. Naja, ich muss das nicht rausmachen, aber. Könnt ihr sehen bei Bauen, es gibt hier drin eine Mutter, welche ist von innen angeschweißt. Und darum jetzt eigentlich schrauben wir das nur dran. So, die Rad ist da. So, ihr müsst auch die Platte richtig pflegen. Und für das ist perfekt ein Schweiß-Trennspray. Ihr könnt nutzen Standard-Dosen. Oder ihr könnt euch kaufen auch größere Packungen. Und dann einfach so von Hand immer, wenn ihr wollt, schweißen, macht ihr die ganze Tisch mit der Flüssigkeit. Und jetzt kann man schweißen ohne das, dass es bleibt etwas an die Oberfläche. Dass die Oberfläche beschädigt sich von dem Schweißen. Wie du siehst,